Hallo und herzlich willkommen heute hier bei Giga 2. Counter-Strike Source ist das heutige Thema. Und aufgrund dessen, dass ich ja erfolgreich meinen Burger Bash gewonnen habe, durfte ich denn heute auch Counter-Strike Source machen. Ja, große Ehre. Counter-Strike Source ist ja eines der besten Spiele, die es ja weltweit gibt. Und nachdem ich mich jetzt hier unglaublich eingeschleimt habe in der Source-Gemeinde, denn eigentlich bin ich da ja sehr unbeliebt nach meiner Moderation, einmal mit Big Ben oder so, sofern ich mich da noch richtig erinnere, darf ich denn jetzt heute tatsächlich einmal ein Esepozius-Spiel vorstellen, und zwar mit dem Grammar. Heute wird es eGames Point gegen Evoplay geben. Ich habe mich da ein bisschen informiert natürlich vorab, und es soll ja angeblich schon ein sehr, sehr spannendes Spiel sein, denn eGames Point bislang noch ungeschlagen, wobei man ja sagen muss, keine starken Gegner, ja, und Evoplay braucht den Sieg auf jeden Fall, wobei die sich ja schon eher in der unteren Tabellenhälfte aufhalten. Dafür gibt es ja aber einen Experten, den ich mir hier eingeladen habe, und das ist der Grammar von eFever. Zu dem werde ich jetzt gleich mal rübergehen und werde das dann ein wenig diskutieren bzw. auseinanderpolen, dieses Thema, bevor wir dann tatsächlich in-game gehen. Ich gehe mal kurz rüber, da drüben sitzt er sogar schon, und ich begrüße dich recht herzlich. Hier, das. Wenn ich Counter-Strike Source moderiere, kann ich eigentlich genauso gut das hier auch die ganze Zeit nehmen, weil eigentlich mag ich Source ja nicht. Naja, geht. Also ich muss sagen, erstmal herzlich willkommen und jo, danke, dass du gekommen bist. Source, muss ich sagen, habe ich schon länger gar nicht mehr so intensiv verfolgen können, weil ich auch nicht mehr die Chance hatte und weil ich es mir nicht unbedingt anschaue, wenn ich es nicht gerade muss. Ist aber höchstwahrscheinlich seit dem letzten Mal, dass ich es gespielt habe oder gesehen habe, glaube ich, schon ganze 6 Monate her oder so. Hat sich ja viel getan. Ja, da hat sich einiges getan. Erstmal, meine Stimme ist ein bisschen kaputt wegen der Prolan in Italien, wo wir waren. Danke, das wäre ein super Stichwort gewesen, aber kommen wir gleich zu. Okay, es hat sich einiges entwickelt, gerade jetzt in den letzten Monaten. Ich sag mal, man muss jetzt abwarten, wie das aussieht. Das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen. Die Portierung jetzt von der Team Fortress 2 Engine, das ist eine ganz andere Sache. Ob sich das Spiel da jetzt großartig verändern wird, muss man alles erstmal abwarten. Man munkelt ja auch, der Pro-Mod soll ja bald rauskommen. Das hat man ja schon nicht öfter gemunkelt, aber dieses Mal soll es ja unter anderem auch auf eurer Seite, wurde das ja eFever, wurde es ja thematisiert. Es soll tatsächlich rauskommen. Abwarten. Also irgendwie haben sie ja gesagt Ende September. Wir haben jetzt heute den ersten. Ja gut, den zweiten. Ja, das ist jetzt der wievielte Verzug jetzt in all der Zeit. Abwarten. Ich glaube dem Ganzen irgendwie noch nicht so ganz, dass das dieses Jahr noch was wird. Also heute ist ja einmal mehr die Chance, ich muss ja sagen, ich mag ja die Counter-Strike Source-Community wegen Big Benno, ja, und heute müssen wir mal schauen, auch vielleicht deinetwegen. Big Benno, hier, so ist der, finde ich, auch wenn Faculty gerade eher so ist in der Post-Series, wie ich mich informiert habe, leider. eGames Point und Evoplay, muss man vielleicht auch kurz sagen, eGames Point 6:0 ungeschlagen, wenige Matches verloren, aber, das große Aber, in der Community schreit auf, keine starken Gegner. Man könnte sagen, ja, die große Bewährungsprobe, die war noch nicht da. Try Dying zum Beispiel. Ne? Auch keine starken Gegner, alle schreien auf, oh, der geilste, und auf einmal verliert er gegen einen richtig guten Spieler. Passiert, und heute Evoplay, der Gegner von eGames Point. Evoplay dagegen 2:4, wenn ich mich richtig informiert habe. Ja. Ist natürlich hart und muss auf jeden Fall gewinnen. So steht es in der Vorbereitung. Ich sag mal so, das Team hat jetzt, sag ich mal, auch ein relativ hartes Programm davor gehabt, auch durch diese. Relativ, die hatten viele Spiele in kurzer Zeit. Es gab ein bisschen Wechsel auch beim Team-Captain. Ich meine, wir sind ja relativ nah an dem Team dran, weil es das gleiche Mutterhaus ist, sage ich mal, Cultronic Esports. Ich sag mal, die waren jetzt auf der Lage gewesen, da in Italien, und haben eigentlich sehr deutlich gezeigt, wo sie stehen in Wahrheit. Zweiter hinter Attacks, ne? Ja, also ich sag mal so, abgesehen davon, dass die italienischen Teams nicht so wirklich, das Niveau ist doch sehr unterschiedlich zwischen Deutschland und Italien. Ich sag mal, die haben Attacks dreimal in die Overtime gezwungen auf Inferno. Ich meine, das ist schon eine gewisse Leistung. Das Team hat sich jetzt eigentlich mal langsam gefunden und wird das auch mitnehmen, auch von der LAN. Wobei, man heute muss ja auch betonen, das Spiel ist ja jetzt nicht irgendwie das allererste Mal, dass sie aufeinander treffen. Erst gestern haben sie gespielt. 2:1 konnte sich der eGames Point durchsetzen. Auch wieder in der Overtime, auch wieder auf Inferno. Und das Beste ist das Evoplay gegen Attack-Spiel, was dann kommen wird in der Season, ist auch wieder auf Inferno. Also Spannung gesorgt auf jeden Fall, oder garantiert, könnte man beinahe sagen. Ansonsten vielleicht noch betonenswert, die Map, die gestern oder die heute gespielt wird, wurde gestern wiederum nicht gespielt. Das heißt also Spannung auch noch einmal, dadurch, dass wir eine komplett neue Map haben und die Karten neu gemischt. Das 2 ist es heute, die wir sehen werden. Das ist halt so die aller Weltmap. Ja, sag mal, jeder kennt die Map, die war auch sehr beliebt in Italien. Also die, oh Gott, ich auch. Ja, ich meine, es ist die Public Map schlechthin, und man muss sagen, gerade auf das 2 haben viele Teams öfters mal Probleme irgendwie. Also abwarten, wie sich das entwickeln wird. Ja, ich bin gespannt. Du machst auch deine letzten Einstellungen. Ich muss mal kurz ich muss mal kurz was fixen, denn heutzutage, ey, Mann. Da haben Nick und alles kaputt gemacht. Ich muss mir mal kurz was hexen. Aber ist ja gar kein Wahnsinn, ey, diese Mäuse heutzutage. Ansonsten, das ist hier der USB-Stecker. Hier ist. Immer noch nicht. Strange. Muss ich mir was überlegen. Ich hexe das mal hier kurz weiter. Was denkst du von dem Spiel? Das 2, hat da irgendeines dieser Teams oder so große Stärken, Schwächen, whatever? Ich sag mal ganz ehrlich, Evo hat ein bisschen Probleme mit der Map.
wie es bei den anderen aussieht, wird sich zeigen. Die haben einiges sich jetzt überlegt, auch gerade auf der Lande, haben sie auch ein bisschen als Gelegenheit genutzt, ein bisschen Taktiken einzustudieren, sage ich mal, und abwarten. Es ist ziemlich offen, würde ich sagen. Ich werde sich zeigen, wie sie jetzt das Ganze von der LAN jetzt rüber transportieren können, jetzt auf das EPS-Match. Ja. Ich habe mir bislang leider noch nicht so viele Source-Sendungen anschauen können, das habe ich ja schon einmal gesagt. Ich gucke mir das deswegen mal ganz kurz an. Deswegen sitze ich auf dieser Seite. Ja, deswegen jetzt. Sitzt du da unter anderem, aber nicht nur deswegen. Ich habe ja auch gehört, es ist ja, ich habe eine super Vorbereitung übrigens gekriegt von einem eurer Redakteure. Von Insomnia, ja. Der macht das auch. Hier, der Zeit so immer. Ist das. Also ganz ehrlich. Normalerweise hätte ich gar nichts gewusst, jetzt wusste ich immerhin so viel. Aber nichtsdestotrotz, also es geht ja nicht nur darum, dass sie unbedingt einen Sieg brauchen, eGames Point sich beweisen muss, da ist ja unter anderem auch noch so ein Spielerwechsel gewesen. Ja. Insofern der Chaos oder sowas? Nee, der Chaos, der ist schon, der ist jetzt nur am Anfang der Saison genau. hinzugekommen. Aber das ist ja mehr oder weniger auch so. Die spielen schon dem Line-Up so fest. Ja, aber das ist ja auch schon, also das ist ja so, als wenn der Miro Klose gegen Werder Bremen spielen muss, der ist ja auch am Anfang der Saison gekommen. Ja, gut, ich sag mal, die Teams haben relativ dadurch eine Verbindung natürlich gehabt, der Chaos-Kampf von Evo Play ist rüber zu denen. Mal schauen, wie es wird. Ich meine, die Teams haben jetzt schon ein paar Mal gegeneinander gespielt, auch früher in den PCWs. Aber wir versuchen gerade auf den Server drauf zu kommen. Eieiei. Also das ist natürlich cool. Also ich liebe es immer wieder, wenn man da Probleme hat. Aber es ist auch gar kein Problem, denn mein Counter-Strike-Source-Wissen ist so unglaublich groß, dass wir auch Stunden darüber theoretisch reden könnten. Deswegen, da könnte ich... Ich habe ja unter anderem auch kommentieren dürfen damals. Was war es denn? Showmatch, glaube ich, zwischen den damals besten Teams. Oh, ich bin mir nicht sehr sicher. Faculty war es nicht. Big Benno hat nämlich selber mit mir zusammen. Wir sind übrigens aber auf den Server jetzt auch angekommen. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Attacks gegen BHK oder sowas war. Auf jeden Fall waren beide Teams auf jeden Fall zu spät. Und der war auf jeden Fall nicht so angenehm. Und da habe ich erstmal ordentlich abgelabert darüber. Fand eigentlich niemand geil. Ah, das ist auch meine Wenigkeit. Ach ja, da fällt mir auch noch ein. Egan's Parent kenne ich ja sogar. Wegen dem Sebim und seiner Freundin. Wie heißt die? Ganga? Ginger. Ganga. Ganga war ein BCRL-Admin. Ja, die wohnen zusammen. Ich habe einen Bericht über die gelesen in der E-Games. Lass mich nicht lügen. Ja, es war in der E-Games gewesen. Aber ein Interview bei denen, ich glaube sogar Bilder bei denen zu Hause, wenn ich mich recht entsinne. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Die wohnen ja da im Darmstädter Raum, also Rhein-Main-Gebiet. Wohnen zusammen, leben zusammen. Spielen zusammen. Ja, spielen zusammen. Deswegen waren sie auch meistens den gleichen Spot. Ja. Spielen sie auch meistens deswegen. Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, da haben sich zwei gefunden, oder? Ja, kann man ein bisschen diskutieren drüber, ob da sich zwei Gesuchten gefunden haben. Ich meine, es ist denen ihre Sache. Ich denke mal, das Privatleben sollte man vom... Ja, okay, das sollten wir jetzt vielleicht deswegen, jetzt auslassen. Ja, deswegen, also... Hart zu erlästern. Aber ist natürlich, also ich meine, mir wurde noch gesagt, ich spiele meistens auf dem selben Bombenspot. Bietet sich ja auch an. Ne? Natürlich, ich meine, ich glaube, die müssen sich umdrehen, um sich gegenseitig zuzugucken, nicht nebeneinander. Und dann bietet sich an, es sind ja auch ähnliche Vorteile wie auf einer LAN. Warum nicht? Klar, logisch. Auf jeden Fall. Was ich sagen muss bei Counter-Strike Source, das ist ja natürlich... Jetzt ein riesengroßes Lob von meiner Seite aus. Ja? Diese Übersichtskarte, die ewig immer da oben drin ist, das ist natürlich super geil. Ja, also finde ich, muss ich sagen, ist ein großes Feature von Counter-Strike. Ist gar nicht so verkehrt, auch für die Zuschauer von zu Hause, das ein bisschen besser zu überblicken, auch wie das sich verhält, wenn die sich aufteilen von dem Taktischen her. Ja, wenn man natürlich ein bisschen vom Spiel mehr versteht, sieht man, kann man weitaus mehr draus lesen. Sieht ja mal, ganz klar. Ich finde das geil. Von daher ist das ja ein leichtes Argument dafür, dass es relativ gut ist. Ich bin gespannt, wie die Source-Szene heute reagieren wird. Aber da sehen wir das ja gleich mal auf jeden Fall. So, jetzt beinest du hier nochmal hier und dort was? Ja, ich bin nämlich Linkshänder. Ich musste nämlich das, wir konnten ja vorher nicht dran. Ja, mach doch links, also änderst du halt. Ich brauche nur die Tasten ein bisschen anders. Kriegen wir schon hin, kein Thema. Okay. Am Wochenende, wie schon gesagt, da warst du auch in Italien. Wieso, weshalb, warum? Einerseits habe ich halt wegen E-Fever war ich vor Ort. Wir haben jede Menge Videos, so kleine Videoschnipsel gemacht. Da sind fast 2 GB bei rumgekommen. Haben halt klar natürlich die deutschen Teams begleitet und halt, weil auch Evoplay, sag ich mal, aus dem gleichen Mutterhaus ist, habe ich das Team direkt begleitet, im Bus sind wir da zusammengefahren. War eine ganz lustige Aktion. Okay, und 20.10 Uhr soll es losgehen, steht da gerade, wenn Blank drauf ist, damit wir, ich hoffe, es heißt so HLTV, ne? Ja, wobei jetzt bei Source macht es jetzt auch Source. Very Games, okay. Also Source TV, also in 2 Jahren wieder, ich weiß jetzt nicht, ob beide, sind auch, ich weiß nicht, ob jetzt ein Bot oder 2 TV-Bots connecten werden, werden wir gleich sehen. Wie ist die Map vielleicht, also für diejenigen, die sich nicht auskennen, man munkelt vielleicht auch ich, wie ist die Map, ist sie dominiert, so wie unter anderem auch in Counter-Strike 1.6 von den Ts? Ja, also ich sag mal, wenn ein Team gut eingespielt ist und auch dementsprechend vom Timing her zusammenarbeiten kann oder zusammenspielen kann, ist schon kann man als Terror sehr viel rausholen. Allerdings kann man auch mit, wenn man, sag ich mal, eine gute AWP hat, als CT einiges erreichen. Es ist, sag ich mal, es kommt immer auf das Team an. Generell kann man sagen, mehr eine T-Map vom Gefühl jetzt erstmal. Wie würdest du sagen, hat sich die Counter-Strike-Source-Szene so in der letzten Zeit entwickelt? Die Postviews hat natürlich ihren Teil dazu hinzugefügt, dass sie sicherlich professioneller und auch weiter sich entwickelt hat. Natürlich, das fordert ja auch die Teams. Ich meine,
Ich denke mal, es hat sich jetzt viel getan. Die Teams haben natürlich auch bemängelt, jetzt gerade die EPS-Teams, die jetzt die ersten zwei Seasons gespielt haben, haben natürlich ein bisschen bemängelt, ja, wir werden ähnlich behandelt wie die anderen EPS, also ein bisschen... Ja, ein anderes, es wäre praktisch trotzdem nur, wenn der Name dran steht, wäre es trotzdem nur eine Supported vom Preisgeld her. Aber ich sag mal, die sollen noch daran denken, dass Source sich erst gerade entwickelt, jetzt gerade erst neu richtig loslegen kann, sagen wir mal. Ich denke mal, über die Zeit wird sich das zeigen, wie sich das Spiel entwickelt. Die Promot wird da auch eine Rolle spielen, denke ich mal. Wobei viele sagen, das wird eh nichts mehr. Also ich wollte sagen, also wie lange ist die Promo angekündigt? Anderthalb Jahre? Zwei Jahre. Also schon, ja, also fast seit dem Punkt, seitdem ich bei Giga arbeite oder bei Tor. Ja, da hat man damit angefangen. Ich meine, zwischendurch, da hat es ja Teamwechsel gegeben, da ist mal der Code verschwunden irgendwie, dann gab es da, ich denke mal, auch sehr widersprüchliche Aussagen seitens Valve denen gegenüber, beziehungsweise die haben sich auch nicht eigenständig genug gegenüber Valve kundig gemacht, weil ja die rechte Sachen da doch eine ziemliche Problematik darstellen. Ja, und dann nochmal vertickt man einfach mal die TV-Rechte für ein Jahr an CGS. Tja. Geil. Not. Notwitze sollte man ja nicht mehr machen. Wer hat das denn gesagt? Der Nick. Nick, als er was zu sagen hätte. Lächerlich. Um nicht zu sagen, Roffel beinahe. Also Nick hat wirklich gar nichts zu sagen. Ich bin der amtierende Burger-Bass-Champion. Das ist so, als wenn man die Fernbedienung zu Hause bei seinen Eltern hat. Ne? Was kann man damit vergleichen? Ja, informative News hier, die ich hier gerade auf Giga 2 sehe. Hier steht drin, Counter-Strike Source, die ESL Pro Series Season 11. Jo. Immerhin. Oh, und da sehe ich Burger Bash als VOD, aber das ist natürlich etwas anderes. Ja, also Glückwunsch übrigens. Achso, ja, danke. Auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr es ja auch gesehen. Ich muss sagen, ich bin der Allergeilste da gewesen. Also kann man gar nicht anders sagen. Ich muss mal gucken, wie oft wurde das jetzt schon irgendwie abgerufen. Kann man leider nicht sehen. Oh doch, 100 Mal schon. Tja, ja. Hat was, auf jeden Fall. Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Anscheinend braucht eGamesPoint noch ein bisschen. Wie ist denn ansonsten so die Coverage von Counter-Strike Source? Also durch Source TV, glaube ich, Source TV ist schon ein richtig gutes Produkt, oder? Mittlerweile funktioniert es. War ziemlich buggy am Anfang und das hat viele Funktionen nicht geboten, die man unbedingt gebraucht hätte. Es geht eigentlich mittlerweile. Ich sag mal, das war auch ein bisschen von den Hostern, die, sag ich mal, der Source TV die letzten Monate gestellt haben. Da lief das nicht so wirklich. Die konnten, ja, da gab es sehr viele Probleme. Es haben viele bemängelt. Es hat nur geleckt, es gab nur Probleme. Auf einmal jetzt, wo Verigames gekommen ist, klappt es auf beiden Seiten. Was ist Verigames? Verigames ist ein anderer Anbieter, der praktisch sich da mit den EPS-Admins da auch zusammengetan hat bei der Ligaleitung und die haben da eine Zusammenarbeit und nehmen Blank TV zusammen. Ist ein Serveranbieter, oder? Ja, ist ein Serveranbieter, die hosten halt jetzt das Source TV und dieser Rec Naim, ich glaube, es ist ein Franzose aus der Szene. Oh Gott, Franzose. Ja. Ah, Italien ist auch ganz lustig. Oh, aber jetzt soll es losgehen, deswegen bleiben wir lieber mal auf dem Spiel. Ja. Ich glaube, bei uns kann es auch rein Schluss gehen. Jo, und die Live-Runde geht auch los jetzt. Yeah, nice. Ich gucke auf die Uhr. 7:50, so wie angekündigt. Meine Güte, hat sich aber die Szene ordentlich verbessert, muss ich sagen. Jo, jetzt geht's. Ja, gut. Finde ich super. Also ich meine, ich habe zwei Erfahrungen mit Source gemacht. Einmal ich bin auch mal Stunde überrascht, dass man so locker losgeht. Weil und jetzt um 10:50, da dachte ich mir so, Ast rein. Wir hatten ja auch schon mal leider eine Moderation, da ging es gar nicht los, weil es ja da technische Probleme gab. Da kam ja gut, aber das kann ehrlich gesagt auch bei jedem mal passieren. Ja. Da kam das Team einfach nicht, weil es keinen Bock hatte. Oh, jetzt geht's in die bessere Runde, schauen wir mal. Also Live-Runde würde ich auch sagen, da sehen wir mal in Ginger, die Freundin von Seba. Schon super wichtig, unter anderem, du hast es ja gesagt, als gutes Team kann man da auch schon ordentlich punkten. Auf jeden Fall. Und kann natürlich schon richtig gut vorlegen. Ist halt sehr wichtig, ob man sich für sich entscheidet und man sieht, Evo Play owned macht sie gerade ziemlich böse kaputt. GG. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, weil die bleiben stehen, oder? Die bleiben, die machen Stay auf jeden Fall. Ja, die sind ziemlich scheiße, also die haben auf der LAN... Also die Italiener sind teilweise zurückgezuckt, selbst die Teams, man hat sehr übereinander gesessen und die Teams haben richtig zurückgezuckt, die haben so gebrüllt, die haben so eine Energie gezeigt. Also es war ziemlich interessant, was das Team dort gezeigt hat. Wir haben da auch einiges an Videomaterial, schneiden wir ein bisschen zusammen, kodieren wir um, haben wir dann auf eFIBA auch releasen oder auf der WO Play Seite dann. Ja. Also man könnte beinahe sagen, dass sie jetzt sehr motiviert sind aus dem Sieg. Sollten sie auf jeden Fall. Was heißt Sieg? Zweiter Platz ist ja auch ein Sieg. Ja, ich sag mal so, ist es mehr als man auf jeden Fall erwarten konnte. Ich meine, die haben sich direkt in der Alternate eingereiht, was... Jeder erwartet das auch. Und die haben die italienischen Teams sehr deutlich geschlagen, was auch Alternate sehr deutlich gemacht hat. Also waren teilweise 2-1 und 2-2 Siege. Ja, da waren so 1-2 Siege dabei. Die kamen nur zurück teilweise. Dann beim Shake-Hands sehr faire Leute, die Italiener, sehr faire Spieler. Die kamen alle an. Marquina, La Marquina. Die haben gesagt, die haben sowas noch nie gesehen. La Marquina? Ja, Maschinen halt. Ah. Das sind Maschinen, ja. Ah. Ja, da ging es auch immer, gerade jetzt bei das zweite, da hat man immer gehört an Direzioni Alonghi. Also ich meine, das Schöne kann man Alang nicht ankündigen. Ja.
Die Direktion in Alongi, das hat was. Auf jeden Fall. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn wir eine Fußball-WM gewonnen hätten und dafür in Source ein bisschen schlechter gewesen wären. Aber keine Offensive hier gegen die Source-Spieler oder so. Ja, man geht irgendwie sehr langsam jetzt vor auf beiden. Also sag ich mal, Evo-Play geht jetzt mehr so Richtung Mitte, eventuell kurz. Oh, First Track jetzt hier von E-Games Point durch Ginger. Oh ja, lang. Das Evo-Play versucht da die Mitte. Gehen sie mal kurz durch. Ich denke mal, das ist auch das Go dann jetzt. Klappt eigentlich ganz gut. Haben noch bislang keine Gegenwehr gekriegt. Ja. Na, das ist... Ah, jetzt schon hier 5-0. Da geht's richtig los. Last Man Standing jetzt. Yep, eine noch. Müsste noch in der Mitte stehen. Na, wird jetzt auch gekickt. Wieder weggeholt. Von Chaos, dem ehemaligen. Dann haben wir das 1-0 auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, und das, da bin ich nicht gut informiert in Counter-Strike Source, wie das mit den Sparrunden ist. Ähnliches Money-System wie in Counter-Strike. Ja, klar, ist klar. Genau, gleiche. Das heißt also jetzt erste Runde Spar, klar. Ein Frag, keine Bombe gelegt. Wobei ich jetzt sehe, Against Point macht jetzt so eine Anti-Spar, sag ich mal, mit der MP5s. Das geht eigentlich auch, kann gut gehen, da muss man auch offensiv jetzt gehen. Ja, es geht sehr kurz. Gehen wir in die Mitte. Oh, First Track. Haben sie sehr schön gemacht. Jetzt geht's direkt wieder auf B. Rennen jetzt einfach hoch zu B. Zeigen sehr offensiv. Das schöne Spiel eigentlich. Aber er mag es auch stark auf dem Spot. Da ging es jetzt sehr schnell. Sehr schön gemacht. Haben sie schön weg. Ich meine, gut, die haben die erste Runde geholt. Jetzt natürlich Waffenrunde, die haben das Geld gehabt. Ist natürlich jetzt einfacher, natürlich da auch gegenzuhalten. Ich meine, wenn man es verliert, die ersten drei Runden, die sind dann erstmal eh passé. Klar, und danach kommt es dann tatsächlich auch noch mit Taktik und so. Theoretisch, jetzt haben sie insgesamt overall 2 gekillt in 2 Runden. Das dürfte nicht reichen für Waffen oder sowas. Müssen die noch sparen. Die müssen nur eine sparen, auf jeden Fall. Obwohl, da sind wir die Deagle. Die Deagle, also ja, ist gut, die haben eine Deagle-Eco gemacht. Kann man machen. Wird die Bombe gedroppt. Sah mir auch aus wie eine Deagle da. Ja, die haben alle Deagle. Die haben Deagle-Eco gemacht. Ah, der Don wartet noch Alarm, ob die da ein bisschen offensiv entgegenkommen. Noch keinerlei Feinkontakt bisher noch nicht. In der Mitte guckt der Nimrod. Ja, jetzt geht er raus. Und jetzt müsste gleich auch YB raus, da wird zusammen raus. Da wird er geholt, sehr schön geholt. Instant Teddy. Der hätte jetzt auch wieder das Go auf B schneller kommen müssen. Oh, das geht sehr schnell. Man muss sagen, auf B steht die Verteidigung auch sehr gut. Ja, ich sag mal, wenn man auf B hinten da steht, das ist schwer rauszukommen. Da muss meistens immer auch eine Ablenkung kommen, Mitte oder kurz. Oder lang, irgendwo eine Ablenkung, dass man da auch den Bratsch einer, der verschiebt, dann holt. Ah, da schießt er einfach nur Predict rein. Ah, ist der Black nur in der Mitte. Und wieder noch schön das Tor geholt. Scheint auf jeden Fall das 3-0 zu werden. Ja, denke. Flosen ist der letzte Last Man Standing. Ja. Nee, noch einer. Jetzt. Direkt hinter der Don. 3-0 und das sieht doch sehr gut aus, muss man sagen. Keine knappen Runden wurden immer dominiert. Das ist sehr, sehr direkt auf jeden Fall. Also kommt immer auch ein bisschen taktisch zu wenig, finde ich jetzt im Moment. Die lassen sich einfach ein bisschen jetzt da reinfallen, finde ich, Evo. Aber mal schauen, was ist. Da gibt's einen Split. Wäre natürlich schade, wenn sie jetzt nicht irgendwie. Ja, das Spiel hätten sie auf jeden Fall, müssen sie auch holen. Also man muss wirklich sagen, gerade der Don, der hat DSL-Leiten, hat riesige Probleme. Also der hat sogar noch unter DSL-Leiten, muss ich sagen. Natürlich soll jetzt auch kein Geweine sein oder so, aber ich sag mal, es macht teilweise schon sehr viel aus. Aber wieso spielt man Source in der ESL Pro Series, wenn man nur... Ja, der hatte früher Business. Die Telekom hat da irgendwas gerissen bei denen in der Region auf einmal und schubst war das DSL weg. Oh, ja, da werden sie schön Frags geholt. Jetzt ist es 3 gegen 5. Das ist... Grex geht jetzt hier in die Mitte mit der AWP. Oh, kurz Mitte Palm. Oh, sehr schön geholt, sehr schön geholt. Mein Grex ist auch ein sehr, sehr starker Spieler. Ja, da haben sie so. Dominieren muss dann, also ja, ist richtig ich stark, sehe für Evo Play keine wirkliche muss ich auch Chance. Sagen, ist wirklich sehr, also ich finde sagen, sehr stark, wie der E-Games Point auftritt. Und dann muss man natürlich auch denken, ja, wo ist die Motivation hin? Ich meine, ja, das frage ich mich allerdings auch, ehrlich gesagt, gerade, ja. Der Sieg musste ja her, das wurde auch groß angekündigt. Wir haben zwar gesagt, das könnte knapp werden, weil sie ja bislang doch dominierend auch gespielt haben in der laufenden Pro Series, aber jetzt auf einmal muss schon wieder gespart werden, das ist natürlich hart. Ja.
Die kommen auch immer sehr gut offensiv rüber. Also die Konter kommen sehr gut von Eagles Point, auf jeden Fall. Dann chillen sie alle in den Cutters drin. Kommt da jetzt das Go? Anscheinend, ja. Geht's auf B. Werden sie aber auch wieder sehr stark geholt. Das ist so schnell geholt, das ist sehr, sehr stark. Und dann reitet sich ja zusammen und dann auf einmal kommt der Frust und dann ist eigentlich schon gelaufen. Das muss man jetzt auf jeden Fall vermeiden. Professionelle Teams dann auch wieder, das ist natürlich so eine Aufgabe von jedem Team-Captain oder von dem Team an sich, sich selbst zu regulieren, selbst zu motivieren. Das stimmt schon, aber... Ich meine, das Spiel ist ja auch noch nicht verloren. 5 Runden, das kann man ja easy auch noch mal umdrehen. Da, man hat schon Pferde kotzen sehen. Das auf jeden Fall. Habe ich mir auch gedacht bei jeder Lateinarbeit, die ich geschrieben habe. Oh, da wird sehr viel geflasht über lang. Ginger hier aber Ginger holt schon wieder an. Der Ginger weg. Ja, die halten jetzt... Der Verschieber hat das schön gemacht, hat er vom A-Spot jetzt direkt auch mit auf Alang verschoben. Warum steht noch Alang? Ah, das ist ein bisschen... sehr steif, was gerade Evo Play da abliefert. Ja, wenig Beweglichkeit. Ja, man, auch gerade jetzt in den Cutters, das muss viel schneller gehen. Wenn die jetzt zum Beispiel Egips Freund das viel schneller realisiert hätte, da hätten die gerade nur eine Flash rein, zwei Flashs. Da wäre einer von kurz verschoben, hätte ihn ein paar schon mit die Cutters in die Klemme genommen. Das war ein bisschen zu lange auf einen. Ja, jetzt gucken sie mal kurz an. Sind auch so keine laut, Decken, oder? Habe ich eben gehört. Ja, man muss nicht unbedingt jetzt immer nur schleichen. Man weiß ja ungefähr, wo die Gegner sind. Ich glaube, jetzt ist eine 3-on-3-Situation. Ah, die Bombe wird gelegt. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, 3-on-3 jetzt wieder. Krex holt das schon über. Ich glaube, der steht lang, der Krex. Nee, der steht direkt an Held schon dran. Oh. Jetzt last man standing. Da sehen wir ihn. Oh, sehr schön. In der Luft rausgenommen. Ja. Mein Gott, da ist natürlich auch die Teamansage gewesen, wo der entstand. Aber natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen extra Kohle für die Tees. Vielleicht stimmt auf jeden müssen Fall. Sie nicht sparen. Glaube ich auch gar nicht, dass sie sparen müssen. Müssen sie, glaube ich, nicht. Bombe ist gelegt, bringt natürlich Geld, ist klar. Ja, aber 6-0 ist schon recht deutlich für den Anfang auf jeden Fall. Gerade als Terror sollte man schon ein paar Runden holen. Also gerade als Terror kann man ein bisschen, sag ich mal, abwarten der Spiel. Ein bisschen wegholen, wegreifen, wegfischen, wie man das auch so schön sagt. Geht auch eine, jetzt geht's lang aggressiv durch, aber... Ist noch nicht down gegangen. Da werden sie schön geflasht, jetzt lang. Ist auch keine Chance. Das ist auch super hart für die. Also, sie werden auch ständig unter Druck gesetzt, also können gar nicht ihre eigene Taktik so richtig erfassen. Sehr aggressives Spiel eigentlich. Ah, da kommt. Und dann trifft man halt auch nicht. Ja, das ist. Ich meine, jetzt, die wissen jetzt, wo sie stehen, ja. Das ist jetzt natürlich eine blöde Situation. Dann natürlich Alang, die sind da eingekesselt und da wird natürlich gedrückt. Da werden sie weggeholt. Jetzt noch Last Man Standing, glaube ich. Einer nur noch im Spiel auf der Seite der Ts. Also ja, in der Mitte. Der kriegt auch holt das schön noch an der CD-Base ein. Ja, jetzt müssen noch zwei Leute stehen, die müssen beide Alang sein. Ja, schauen wir mal, der Fabian, so jung wie er ist, noch vielleicht vom spielerischen an sich, Grund der Wissenerfahrung fehlt, vom Aiming her hat er immer wieder das Potenzial, auch eine Runde noch zu holen oder zu entscheiden, auf jeden Fall. Ist mit 17 recht, sag ich mal, jung noch, spielt auch noch nicht so lange jetzt in dem Sinne im professionellen Rahmen, aber macht sich sehr, sehr gut dafür. Hat er Schritte gehört, glaube ich. Da vorne müsste er sein. Ja. Na, wurde er dann weggeholt. Ich glaube, er hat den Jump gehört, aber... 7-0, das ist jetzt schon hart. Ja, abwarten. Ich meine, das kann man jetzt bei jeder Runde natürlich sagen. Kann auch für ein Draw enden. Ich sag mal, die haben auch gestern zum Beispiel, haben sie ja gegen die auch relativ abgestunken am Anfang. Dann haben sie, glaube ich, 12 Runden am Stück geholt. Ja. Also, abwarten. Also das ist noch alles möglich. Gerade in letzter Zeit bei den Source-Matches, die auch irgendwo immer im Rahmen von einem Ronkiga wandert auf den EFNGs, da gab es immer wieder große Überraschungen. Ist vielleicht auch noch die Nervosität, muss man sagen. Das ist Source Player, das soll ja auch gar nicht irgendwie schlimm sein oder so. Ja, aber da hat man vielleicht aber noch nicht die Erfahrung. Ja, die Erfahrung, sag mal, Nimrod ist recht erfahren, Don ist recht erfahren. Aber ich sag mal, es ist immer was Besonderes, auch wenn das Spiel gezeigt wird, natürlich. Und ich sag mal, die Jungs nehmen das schon verdammt ernst, das Spiel. Vielleicht auch manchmal zu ernst. Schwede hat er jetzt. Jetzt hat kurz was. Und da fällt er kurz. Hat. Black und Nox schön was gemacht. Bombe wartet aber noch auf Alang. Jetzt wird er wahrscheinlich lang flashen, wenn er noch eine hat, von kurz aus.
Ja, da, ich meine, da rennen sie einfach rein und machen Beine. Da hat Ginger Lice das Spiel gehabt auch eben. Aber das ist halt so dieses Phänomen, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Dann läuft es auch wirklich nicht, wenn ist es meistens also so. Also normalerweise, wenn da jemand so reinrennt, ist er ja instant tot. Also ja, so, das kann er, vielleicht nimmt er noch einen mit, aber zwei, beide mitzunehmen, ja, ist halt wirklich dreist. Manchmal hat man auch einfach nur immer wieder Unluck. Ist ja auch einfach so eine Sache, das stimmt auch. Aber ich sag mal, das Team wird sich schon finden mit der Zeit, auf jeden Fall. Ich würde es hoffen. Ja. Ja, sonst wird es dann doch sehr eindeutig oder einseitig. Bombe liegt. Zweites Mal in diesem gesamten Spiel, dass die Bombe mal gelegt wurde. Oh, das könnte die erste Runde werden. Das ist der Basti, glaube ich, jetzt hier gerade. Das ist in der Mod. Ja. Hat angefangen zu... Nee. Schön. Haben sie schön gemacht. First Round. Auf jeden Fall. Und damit noch das mögliche Comeback oder der mögliche Rundengewinn. Ja, also auf jeden Fall von der Seite. Möglich. Ja gut, es wäre natürlich jetzt auch eine sehr starke Sache, wenn sie das wie gestern machen würden, dass wir so direkt mal alle Runden hintereinander wieder ziehen. Also man hat das auch gesehen, gut, die haben auch in Italien ein Match, haben sie der Vorbereitung verloren gehabt, relativ auch ein bisschen leichtsinnig, kann man sagen, gegen das erste Spiel, gegen Catch 23. Und dann haben die auch, sag ich mal, nur noch gerockt, wie verrückt. Also wo auch wieder gesagt, sind vielleicht doch nicht so stark. Manchmal brauchst du einfach nur eine Initialzündung, einen Spruch, den einer im Voice sagt. Ja, oder eine Runde, die jetzt eigentlich schon verloren Mitte scheint, wenn man doch noch gewonnen wird mit einem Great Comeback. Ja, die Mitte. Jetzt auch schon sehr. Ja. E-Sport hat schon ein bisschen jetzt das Tempo rausgenommen und steht sag ich mal, fester auf den Spots drauf. Drückt nicht mehr so stark gegen. Ginger auf dem. Ja. Ja, man versucht wahrscheinlich doch wieder bei kurz zu gehen. Oh, die A von der Mitte angespitzt. Ja, da dürfte auch gleich wieder das Go kommen auf kurz. Ah. Haben die Flashes. Ah, viel zu lau. Hauen sie aber unten schön den noch. Ja, hat natürlich die Bombe, er sollte sich. Ein viel zu offenes Gefecht, was sie sich gerade da liefern, auf jeden Fall. Also wenig Taktik, da kommt es dann auch viel mehr auf Aiming dann auf einmal an. Da scheint doch E-Games Point dann doch mehr Taktik zu benutzen und dann eher die Überraschung zu suchen. Was E-Games Point macht, Switch sehr schön schnell verschieben, auf jeden Fall. Und dadurch setzen sie auch Evo unter Zugzwang. Ja. Und klar. Ich sehe schon, unsere Sendezeit wird heute ein bisschen kürzer werden. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ja, meine Stimme wird sich freuen. Ich weiß ja nicht, ich denke mal auch am Freitag, wenn die FNG ist, dann wird ja wohl auch, denke ich mal, meine Stimme brauchen. Ja, in Köln meinst du? Ja, ja, klar, logisch. Das war mal wieder mit Pre. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wer da mehr Ahnung hat. Ah, der Pre, das klingt schon. Ja, das ist... Mal lang steht noch Ginger, mal gucken, was er macht. Reagiert. Sie kommen jetzt schön unten von der CD-Base hoch und dann von der Lang. Ja. Immer wieder schön, weil die Flash erwischt genau im richtigen Moment. Ja. Und da wurde auch gerade schön. Ja, das ist, die haben. Ist ein One. Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr druckvoll, was da. Also die wechseln sehr schön das Tempo, das hält auf. Also Egan's Point drückt den praktisch das Spieltempo auf. Und sag mal, gerade bei Source, wenn du da Spieltempo, sag ich mal, den Gegner aufdrücken kannst. Da hast du auch sehr, brauchst du gar nicht mehr so auf die Taktik zu gucken, ganz einfach, weil der Gegner halt einfach manchmal auch verzweifelt wirkt. Sieht man auch gerade die skandinavischen Teams, die spielen sehr viel aggressiver, druckvoller, gerade als CT und damit sind oftmals die Terror-Teams überfordert. E-Games Point hat sich ja unter anderem auch versucht zu messen bei der CGS. Ja, aber da haben sie ja sehr hart ins Gesicht gekriegt. Ja, sozusagen ins Gesicht. Das war zwei sehr Spiele, enttäuschend. Zwei verlorene Spiele, zwei Niederlagen. Ja, und dann war der Traum aus. Na gut, sogar ging es ja auch MTV jetzt in Amerika. Ja, bei der Digital Life. Ja. Also europäische Teams nicht gut genug? Oder deutsche Teams? Ja, das nicht. Ich würde einfach nur sagen, MTV war vielleicht noch nicht gut genug. Ich sag mal ganz einfach, ehrlich, MTV hat natürlich ganz klar einen Namen, aber es gibt vielleicht noch das. Ich denke mal, Alternate hätte es ganz anders geschlagen, gehe ich fest von aus. Okay. Da kommt jetzt der Versuch. Bombe liegt, schön und das gemacht. Ist die zweite Runde. Jede Runde zählt, muss man jetzt sagen. Das also, stimmt auf jeden Fall. Ich meine, es sind jetzt noch 4 Runden zu spielen und da ist ja jede Runde wichtig, die jetzt noch eingehalten werden kann. Das sind ja die Chancen noch auf den Sieg letztendlich, der ja so wichtig ist für die Post-Übel. Also wenn sie es jetzt nicht packen, im OP, dann machst du es mit dem Finals auf jeden Fall. Ja.
Und eigentlich hat es ja auch jeder aufgrund des Teams am Anfang der Season doch schon zu einem der eventuell Kandidaten für die Finals gesehen. Und wenn man es auf LAN gesehen hat, ich meine, macht das ja. Das war das Schöne, dass es LAN war und nicht irgendwie ein anderer Online-Event, was die Leute gesehen haben, da ist wirklich auch Potenzial in dem Team drin. Guck mal, jetzt in dem Rot, der spielt in letzter Zeit sehr viel mit Abo, was er früher nicht so gemacht hat. Aber das ist natürlich auch die Smoke. Der wird einfach sehr schön immer gegengepratzt, gegengedrückt. Sehr offenes Killfest. Und der Grex ist wieder stark wie ihn je ist. Also auch mit einer, finde ich, der stärksten Einzelspieler neben Majin zum Beispiel von Alternate. Also das sind wirklich sehr starke Drücker vom Dienst. Okay. Also die können wirklich Runden ganze Matches entscheiden. Ja. Da tut sich erstmal nicht mehr viel die Runde. Ja, sie verlieren sich, also Evo verliert sich zu oft, finde ich, in den Cutters Richtung B, weil das müsste sehr viel mehr über Mitte, kurz und lang arbeiten. Aber auch zu langsam, also man muss sagen, eher schleppen, dann werden sie aufhören. Wenn es dann losgeht, dann kommt es wirklich zu spät. Haben sie viel Angst auf einmal und dann, oder kommt schon der erste Frag, haben sie natürlich auch Angst. Das war sehr schön eben gemacht von dem Mod. Jetzt die Bombe, sag mal, die Bombe legen, so schnell wie möglich, kann man auch manchmal mit ein, zwei Mal weniger noch eine Runde holen. Könnte sogar die nächste Runde werden. Ja, das ist halt AWP, da stand sie schon zu weit vorne an der Tür. Da wird defused. Ja, habe ich wohl zu weit nach vorne gegriffen. Und dann haben wir das 10 zu 2. Also 10 Runden ist auf jeden Fall schon top solide, würde ich sagen. Auf jeden Fall, das ist ein gutes Fundament. Ist also auf jeden Fall eine sehr starke Leistung, die ich so deutlich jetzt nicht erwartet hätte, auf keinen Fall. Evo geht auch wieder mehr Richtung B. Währenddessen auch unter anderem in Faculty gegen GMPO, da steht es noch 6 zu 2 für Faculty. Ja. Da wieder. Oh. Way führt gegen C-Max und BHK führt gegen TAT. Da war eine schöne Doppeldeckung Alan gewesen. Und Don noch mit der Bombe unten in Cutters, aber allein kann er auch nicht mehr sehr viel machen. Das wird sogar eine Perfect Round. Sehr deutlich. Wie bei Street Fighter früher. Ne? Oh, das war, ja, wenn man das dann komplett durchgespielt hat, alle Gegner. Nee, perfekt war schon, wenn man ein Match sozusagen ohne Hitpoint-Verlust gespielt hat. Ja, ist sehr stark, was die da machen, auf jeden Fall. Jetzt geht's mal deutlicher Richtung A. Wird sogar ein Rush. Ja, aber ob das viel bringt? Ah, da kam wieder schön direkt die Flash. Ja, da muss man mal einfach rausrennen. Da haben sich auch eben geblockt. Und blocken sich wieder. Er kann ja gar nicht richtig schießen hier. Ja, es läuft überhaupt nicht rund im Onplay, wo sieht man ganz deutlich. Jetzt kommt die Gwen, die HE, und dann ist er jetzt auch gelaufen, Last Man Standing jetzt auf der Seite von Evo Play. Und er wird auch nicht mehr viel Chancen haben mit seiner Deagle. Tja, da haben wir das 12 zu 2. Noch eine und Runde Last jetzt. Round. Yep. Nach weniger als 20 Minuten. Das muss trotzdem überraschen. Ich meine, wer weiß, ob jetzt Evo losblickt als CT. Klar. Immer, also man hat schon viel gesehen. Aber man muss auch sagen, wenn eGames Point hier gewinnen sollte, heißer Kandidat auf die Sehr Fall. Ich meine, gut, letztes Jahr waren sie es ja eigentlich auch gewesen. Gut, ich sag mal, hat immer erst, da gehen die Flashes lang, ganz schön. Man hat immer so ein bisschen geguckt, mal gucken, wie es das Team wird, ob sich das halten wird auf dem Niveau und dem Level, anscheinend schon. Ich meine, sie haben ja jetzt auch eine gute Bootcamp-Möglichkeit, sehr regelmäßig zu trainieren da in dieser LAN-Station, ich glaube. In Darmstadt? In Darmstadt oder? Ist das, glaube ich, ja. Die wohnen alle relativ in der Nähe, das ist natürlich sehr vom Vorteil. Außer im Grex, der fliegt dann aber, denke ich mal, recht günstig von Österreich her. Ah, er ist in Österreich, okay. Ja. Er ist also der einzige Nicht-Deutsche in dem Team. Und da versuchen sich jetzt da lang vorzuarbeiten. Ja. Kommt er durch? Jetzt geht's mal ein bisschen langsamer voran. Intakt oder überlegt, ja? Hat man was gehört? Das war der Bombenlock. Sehr schön gemacht. Der hat aber direkt gerefragt, ja. Max. Und die Ansage, dass er von A kurz gekommen ist, fliegen da erstmal einige Granaten hin. Das Last Man Standing, ne? Ja. Bombe wird geplantet. Ist 1 gegen 1. Oh, und da sollte er nicht so. Sollte ja, so offensiv, anstatt darunter zu springen, oder? Das Schöne ist wirklich, hier gehen es von Fackel nicht lang, und das ist das Entscheidende. Also die überlegen nicht erst, gehe ich darüber, die gehen direkt auf, wenn die Bombe gelegt ist, dann reagieren sie, und das ist das Gute.
Ja, tja, gut, das war der erste Hälfte. 13-2, ja. Ich sag mal so, bisschen eindeutig. Sehr eindeutig, aber, sehr aber deutlich. Aber passiert. Aber gut, ich meine, abwarten, was passieren wird. Ein Faculty gegen GMPO, das andere Topspiel heute, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett irre. Ja. Da führt Faculty noch mit 7-5. Ich guck mal ganz kurz, wie sich das denn so auf der ESL-Tabelle auswirken könnte, würde, täte. Wir hätten auf EFI auch eine Live-Tabelle. Ja. Geht es ja nicht. Ich weiß die URL nicht. Nein. Ort in der Textseite immer erster. Wo ist denn Faculty? Ja, 4-1-2. Ja, das geht ja sogar noch beinahe. Gegen das jetzt GMPO, die haben 3-4. Ja, gut. Ist noch okay. Auf jeden Fall. Darf man nicht. Ja, jetzt geht's weiter. Geht weiter, geht direkt weiter. Die fackeln nicht lange. Aber gestern, die haben ja auch gestern bis um 12:30 gespielt und um 8 hat es angefangen durch die ganzen Overtimes. Es waren ja mehrere Maps, war schon das ein bisschen. Hart, also wir kamen ja nach einer hin, hatten wir 22 Stunden Fahrt, zurück 18 Stunden. Seitdem haben die Jungs nicht wirklich viel geschlafen, ja. Also, will es vielleicht nicht damit begründen, aber die sind ein bisschen auch aus dem Tritt vielleicht deswegen. Aber mal schauen, ist nicht alles, soll es auch nicht erklären. Ich meine. Ja, wird jetzt einer geht runter zu B, ja. Wird ein bisschen vielleicht angefaked oder so. Und drei Leute auf. B auf der Seite von EvoPlay. Ja. Auf gar keinen Fall waschen lassen. Gehen sogar offensiv. First Frag. Ja. Aber hier von Junja. Ja. Und jetzt geht's schön erstmal Richtung A. Und der Black schön noch in den Cutter-Stream. Ja, und die Bombe ist dropped. Natürlich auch so eine Sache jetzt wie. Oh, da kam der Gag schön jetzt an über die Terrorbase. Da hatten sie nicht ganz aufgepasst. Drei Runden brauchen sie. Dann hätten sie das Spiel gewonnen. Ja, und der Grex geht, glaube ich, erstmal gemütlich die Bombe legen auf B. Chaos kommt mit, deckt schon gleich die Cutters ab. Und das natürlich jetzt schon mal schlecht. Ne? Also Bombe ist schon mal gelegt, erste Runde, das hat EvoPlay nicht hinbekommen in der ersten Runde. Und das gibt natürlich schon mal sicheres Geld. Das reicht auf jeden Fall ganz, ganz sicher sogar für den Deagle-Spar in der nächsten Runde. Und das ist ja auch schon mal eine große Chance, wenn die anderen... Die können jetzt eigentlich auch schon mit der MP5 loslegen. Teilweise. Also ich weiß das, also bei... Ja. Glaube ich, würde in CS 1.6 nicht gemacht werden. Ja. So viel weiß ich zumindest. Oh. Ah, ja, klar. Und das ist der erste, ja, wie soll man sagen, große Schritt auch Richtung Sieg. Das ist auf jeden Fall so ein großer Schritt Richtung Finals. Free Games Point auf jeden Fall. Und die CT müssen ja jetzt auch doppelt lange sparen, eigentlich. Also, die können jetzt vielleicht auf Draw spielen. Aber wer will schon gerne auf Draw spielen? Ne? Die wahrscheinlich verlieren sie die nächste und dann müssen sie kaufen nächstes Mal. Ja, sie haben auch eingekauft. Wollen es jetzt klar machen. Eindeutig machen. Ja, da gibt es tatsächlich Deagle-Rounds hier für die CTs. Ja. Gehen Kappa-Kompen unten jetzt durch die Mitte wieder zurück. Hey, verschieben rüber. Es geht A. Aquas. Ah, sollten wir. Sepp M geht jetzt mit der Bombe schon direkt voraus. Ah, First Frag von Ginger gegen Nimrod. Nochmal eine schöne Gran mitten rein und dann ins Gesicht. Legt direkt auch. Kümmert sich gar nicht erst um den auf A-Lang. Richtig gut. Wird dabei gedeckt vom Mate. Ja. Das ist richtig, richtig gutes Teamplay, wie sie es machen. Auch der Zug zum Bombelegen ist sehr deutlich bei denen da. Ja, und was war denn wieder auf der Seite von EvoPlay? Nee, es sind noch zwei. Jetzt, aber. Jetzt ist es auf jeden Fall vorbei und das ist schon mal das sichere Draw für das auf jeden Fall. GP. Ja, ich meine, die haben jetzt gekauft, was ging. Eine Möglichkeit bei EvoPlay. Ja, da wurde sogar die Bombe schon an der Base gedroppt jetzt. Okay, jetzt fischen sie nur noch ein bisschen. Man muss sich ja nicht mehr unnötig unter Druck setzen, muss man sagen. Ja, das ist auch. Das ist ein sehr lockeres Spiel für Games Point eigentlich. Hat genug Matchbälle. Matchfrags. Ist das Score auf B? Vielleicht. Ah, jetzt wird die Bombe gelegt auf B. Ja, ist ein sehr deutliches Spiel jetzt. Ja,
Ja, und damit hätten wir den sehr deutlichen Sieg. Das auf jeden Fall. Ich war hier gerade am Überlegen, jetzt haben wir schon so einen eindeutigen Sieger und haben auch so viel Zeit, ob wir da nicht ein anderes Spiel machen oder so. Ja. Und zwar das von, hier. Sollen wir mal machen hier, so schön. Faculty Game. Wer ist denn der Admin von dem Game? Vielleicht kannst du das raus. Ja, das kann ich auch nochmal raus. Guck mal den Matchlink, bitte. Wo ist er denn? Dann kommen wir vielleicht noch auf den Server drauf. Nee, Top Results ist nicht Faculty Game. Nee, gegen Gamepoint. Und dann da ist es nämlich auch noch sehr, sehr spannend, muss man sagen. 10 zu 5 die erste. Ja, okay, eben war es noch ein bisschen spannend. Ja. Man sollte ein sicheres Ding sein für Faculty auf jeden Fall. Ist der Root? Könnten wir eigentlich, hast du ISC da? Leider nicht. Nein, leider nicht. Ich muss sagen, das ist hier auf diesem PC ist komischerweise nicht installiert, aber ich kann mal kurz schauen. Vielleicht habe ich es ja doch drauf. Ansonsten probieren wir es mal über die SourceTV-IP. Gut, das kann sich nur noch um Sekunden handeln. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht, woran lag es jetzt letztendlich? Ist es diese Sättigung durch den, wie soll man sagen, Erfolg, beziehungsweise die Schwächung, die Müdigkeit vielleicht noch von der LAN, von der Ich habe ja relativ nahen Kontakt zu den Evo-Play-Jungs. Die waren schon relativ kaputt und gestern auch. Die haben eigentlich gedacht, dass die heute beide Spiele machen werden und direkt auf dem Server bleiben. Andererseits war es auch gar nicht so unclever, weil, wenn man gesehen hat, wie lange das Spiel gestern gedauert hat. Gut, wer weiß, vielleicht waren sie ein bisschen bemüht. Ich werde es nachher bestimmt erfahren. Kann vielleicht beim nächsten Mal was dazu sagen. Ich denke mal, auch im Statement wird was dazu kommen. Ich denke mal einfach, das Team sollte sich jetzt auf sich besinnen und, sag ich mal, auch ein bisschen schon mehr Richtung nächste Season schauen. Weil, Finals sind es auf jeden Fall nicht. Ja, ich denke mal, Finals ist. Ich glaube auch, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob es auch rechnerisch schon gar nicht mehr geht. Nee, also normalerweise ist ja die goldene Regel, wer mehr als 4 Niederlagen hat, mehr als 3 Niederlagen hat, oftmals sogar hat keine Chance mehr auf das Spiel, beziehungsweise auf die Finals. Ja, wird mir jetzt leider nicht ganz voll. Mal gucken, ob da jemand da ist. Ah, nice. Kriegen wir sie jetzt, die Daten. Dann haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, vielleicht um das Ende zu blocken. Das ist ja eigentlich auch mehr oder weniger die andere Top-Gegend, wenn nicht sogar eher die Top-Gegend. Und es sieht sogar super spannend aus. Jetzt haben wir 10 zu 7, also Gamepoint, GMPO nähert sich so langsam dem Ausgleich. Und da kann es ja nochmal eng werden auch. Also beide Teams haben, glaube ich, noch die Chance, wenn ich. Ja, wobei Faculty ist eigentlich doch deutlich das stärkere Team. Also soll eigentlich eine sehr klare Sache sein für die. Wo ist er hier? Da. Big Benno. Da ist der Benno, beste Mann. Ne? Ja. Das ist schon ein lustiger Gesell. Ah, da habe ich. Kannst du es lesen? Und dann ist hart für dich. Ich habe mal wieder heute mal Brille dabei, aber es geht. Ich kann dir auch, ich habe einen Stift dabei, dann kann ich es dir aufschreiben. Oh, es geht schon, haut hin. Man ist sehr flexibel. 14. Ja, ich kann dir auch von hier aus sagen. Und schreibe ich dir auf. Schreibe ich dir auf. Genau. Das sollte man. Jetzt wird nochmal hier kurzes Dankeschön und dann geht's auch gleich los. Ja, der Root, der ist schon ein Top-Admin, das auf jeden Fall. Ich gucke mir das mal ganz kurz an. GMPO hat auch noch Chancen theoretisch auf die Finals. Naja, gucken wir uns das einfach mal an. Ich gebe mal kurz das derzeitige Ergebnis durch. Es steht 10 zu 8 und wir sind jetzt mittendrin. And Faculty jetzt als Terror aktiv, eben auch als CT verteidigt, musste jetzt die ersten Runden abgeben und wir sind jetzt in der vierten Runde direkt live drin. Natürlich auch auf Dust 2, für all die, der Spieltag die gleiche, warum denn die gleiche Map, ist immer eine Map für einen Spieltag. Aber es ist irgendwie so eine Map, ich kann sie nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Ich kann sie einfach nicht mehr sehen. Wie oft die Map gespielt wird. Also. Na, ich spiele abends aber abends ganz gerne mal auf so einem Public mal locker rum und das siehst ja nur das zwei. Findet man Public, wo mal irgendwas läuft wie Piranesi oder Prodigy, wo du mal gerne spielst, oder mal Atze oder so, das kannst du ja vergessen. Ah, schon mit einer der beliebtesten Maps. Ja. So. Das ist mal für Public Gaming die ausgeglichenste, das auf jeden Fall. Ja, Faculty scheint über kurz zu gehen mit der A-langen Ablenkung. Oh, sehr schön gemacht, auf jeden Big Fall. Benno hier. Besser Mann. Die Bombe wird gelegt. Legt auch schön für lang. Und von unten. Mensch, gesehen, der wollte schön erstmal für kurz legen oder erstmal blöd legen. Dann kam die Ansage von Alang, dass er es hat. Und dass er für Alang legen soll. Ah, die Arbe steht.
Oder kommen die zu zweit? Einer. Kommt einer nur noch. Da kriegt der jetzt an der Headshot-Rampe, mal gucken. Der Dreist wäre jetzt einfach mal defused, aber oh, sehr schön abgemacht. Aber das war vielleicht gar nicht so gut, denn jetzt weiß er auf jeden Fall, dass da jemand war. Ganz genau, also wenn er so da sich aus. Vielleicht überlegt hätte, durchzurennen und einfach zu defusen. Ich hätte einfach mal Dreist defused, ja. Ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, als dass er da noch drei MVP. Das klappt vor allem die Season verdammt oft. Also es haben viele Teams, die das mal ganz einfach, gerade die, sag ich mal, die sich im unteren Tabellenbereich befinden, die defusen einfach mal ganz dreist durch. Und oftmals auch, wo man es gehört hat, haben dann Top-Teams richtig mal verpennt und wichtige Runden abgegeben. Ja, natürlich super ärgerlich. Auf jeden Fall. Jetzt hier geht's Leute noch Richtung B. Richtung B. Oh, und da super offensiv. Ist eine Spar. Oh. Aber zwei der DC, der drückt schon richtig gut da gerade. Da fallen sie. Last Man Standing für Wastel mit der Bastel. Kennt ihr den noch? Oh. Ja, ja. Ja, da wird er noch da. Aber immerhin zwei Leute mitgenommen, das hat sich auch beinahe gelohnt. Das ist auf jeden Fall. Und wir haben jetzt 12-8. Ja. Aber da ist eigentlich noch alles drin. Jetzt können sie auch wieder kaufen, ja, das sieht man jetzt auch. Aber ich sag mal, Point ist jetzt nicht so, dass... Top-Team. Sind schon gut, aber ich sag mal, gegen Faculty... Wenn Faculty sich mal, sag ich mal, wenn so Teams wie Alternate oder Faculty sich aufrecht hinsetzen, ja, also es mal dann wirklich drauf ankommen lassen, dann hast du nicht wirklich eine Chance. Das ist schon ein bisschen, also gerade auch jetzt, wenn wir gesehen haben, auf der LAN in Italien, der Mädchen, der hat Spiele fast alleine entschieden. Also was der gedrückt hat. Ja. Ja gut, er macht ja auch nicht viel anders als nur so spielen. Der ist ja schon recht früh dann auch am Gewehr suchen die ganze Zeit. Was macht er? Wie alt ist der? 35. Nee, der ist jetzt Anfang 20 und ich weiß gar nicht so genau, ob er was jetzt wirklich macht. Okay. Ich sag mal so, bei Alternate hast du dann auch schon als Softspieler, denke ich mal, ein recht professionelles Umfeld. Nicht, dass man von leben kann, aber ich sag mal, vielleicht macht er einen Nebenjob. Mal fragen. Am Freitag können wir das mal machen. Geht's jetzt auf A über kurz. Lang kommen die Gegner. Ah, wird jetzt ein bisschen härter. Da stehen sie relativ gut jetzt in diesem Falle. Die GmbH-Zitela. Ja, aber... ist auch interessant. Das wird einfach verschoben, machen sie gut. Naja. Aber ist schon, ist auch recht offen, das Spiel auf jeden Fall. Oh. Das war jetzt aber eine verschenkte Runde. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen, was mache ich jetzt, gehe ich davon nach hinten. Total irritiert, wussten gar nicht, wo die Gegner jetzt wirklich sind. Da waren die Absprachen nicht richtig, hat man gesehen, das Teamplay hat da nicht wirklich funktioniert dafür, dass man jetzt irgendwie verschieben wollte von einem Bombenspot zum nächsten. Über die CT-Base. No. Ah, Benno geht wieder da lang. Ah, dann doch nicht. Schade, ich dachte, vielleicht geht er wieder und drückt wieder so einen gleich rein, aber... Er ist auf Fischen aus. Er fischt den weg, wenn er da jetzt offensiv reinkommen sollte. Was auch versucht wird. Jetzt haben wir es schon 12-9. Das war schon und er will auch. Benno holt mal wieder ein. Ja. Oh, da stehen sie auch noch in der Base. Die sind auf Fischen. Die machen das jetzt richtig langsam und das machen sie eigentlich, was Evoplay hätte machen sollen vorhin. Als Server manchmal dann das Tempo einfach rausnehmen, nicht einfach dringend versuchen, jetzt mal die Bombe zu legen, hat genug Zeit immerhin. Und jetzt drücken, wenn man einen Vorteil hat. Ja. Und blind sein. Und blind sein. Es geht aber. Da kommt die Bombe jetzt kurz nach. Ja, da stehen sie jetzt auch. Da wird schon, müsste man da wieder hingehen. Einer dann kurz decken, einer mehr Richtung lang. Ja, da wird erstmal nochmal dreist auf B gegangen, ob da was ist. Okay. Ja, und das ist jetzt auch eine sichere Runde. Also wenn sie die verlieren, das wäre... Ja. Ich glaube nicht, dass er... Oder? Ist Last Man Standing, der Priest? Ja. Ja. Das ist ja auch was, was viele einen Sechser aussetzen an Source, dieses Gebratze. Ja. Oh, also, dann nimmt er den sogar noch mit in den Mortal. Hat er schön gemacht noch. Ja, was heißt hier Gebratze? Also wird ja gesagt, das Aiming sei noch nicht so ausgeprägt wie bei also, 1.6. Also das ist immer diese ganze, also allein an Recoil-Patterns, ich glaube, das sind 15 oder 16-fach mehr Recoil-Patterns als 1.6 jemals hatte. Ja, das sind immer so Behauptungen, die Hitboxen und was weiß ich, das sind alles so Geschichten. Klar, es gibt ein paar Bugs und das sind diese ewigen Streitigkeiten zwischen altem Spiel, neuem Spiel. Man sieht auch ganz klar an so Spielern jetzt gerade bei Fackler, bei Alter, dass sie nicht nur Bratzer, also das hat schon was mit Aim zu tun, auch wenn die das nicht sehr gerne hören, die 1-6er, aber
Ich sag mal, jedes Spiel hat mal irgendwann seine Zeit, die da mal gekommen ja, ist. Ja, ich denke mal, das wird dann noch für Source kommen. Also ja, das auf jeden Fall. Ich sag mal, jetzt hat man ja gemerkt, 1.6 ist ja so mal bestärkt worden, ja, durch die ganzen Turniere jetzt auch 2008. Einmal ist auch Main-Titel. Oh, war sehr schön gemacht. Da war er zu defensiv. Der hätte jetzt einfach mal um die Kiste rauskommen können, hätte man vielleicht noch was holen können. Oh, da sehen wir jetzt vielleicht den nächsten Vor allem auch, hätte da die Ansage kommen können. Drückt direkt nach. Nee, er bleibt oben sitzen und... Aber auch das geht, ja. Two on one. Alle lower HP. Ja. Und dann geht's einfach jetzt auf. Jetzt will natürlich keiner mehr sterben, ist klar. Nicht so schnell, nicht so laut. Und dann ist die nächste Runde. Und dann haben wir tatsächlich schon 13 zu 10. Also, doch spannend. Ja. Spannend und eng. Also, GamePro Online, die verkaufen sich ganz gut. Drei Runden müssen sie jetzt noch holen, ja, um den Sieg zu holen. In Faculty. Wäre schon auch mal ganz interessant, mal zu sehen, wie jetzt auch Faculty auch mal. Die haben jetzt die letzten, die, am Anfang haben sie ja relativ auf die Klatsche gekriegt, die ersten zwei Spiele. Und dann haben sie auch nur noch gewonnen. Also nochmal eine Klatsche wäre natürlich. Nicht so, da holt er einen schönen Weg auf kurz. Da wurde auch eben die Bombe hochgeschmissen. Von unten, von der Mitte. Das ist aber ein Deagle-Spar. Ja. Ja, aber da. Ja, die Holztür ist einer der wenigen Elemente, wo man bei Source durchschießen kann. Nicht durchs Mauern und solche Sachen. Das ist halt auch immer diese Argumente, die da in diesem Streit zwischen dem Alten und dem Neuen da Counter-Strike aufkommen. Und dann holt er nochmal einen Disruptor. Ja, jetzt der Priest jetzt auf. Oh, ja, da muss schön. Jetzt, also, da muss ich jetzt nicht sagen, oder? Da muss man gar nichts zu sagen. Das war absolut. Aber auch sehr NC, nice. NC ja, auf jeden Fall. Aber auch sehr nice jetzt von N Faculty gemacht. Ist eine eigentliche Spar gewesen und dann sieht man auch gute Teams, die holen halt auch solche Runden ja, dann. Aber sich hin. Ja. Und das war eigentlich schon sehr, sehr, sah schon sehr gut aus. Ich meine, die haben jetzt schon zwei vorgelegt, die da das auf jeden kurz Fall. Das ist schon ein bisschen. Ich sag mal, wenn die jetzt, da wird jetzt auch wieder mal irgendwie. Der David ist jetzt auch neu hinzugekommen. Ich meine, er setzt jetzt einen Julian. Und ist auch so eine Sache, das braucht bestimmt wieder ein, zwei Spiele, bis er sich voll eingelebt hat jetzt in dem Team. Weil die ganze Zeit ja nur sechster Mann gewesen. Geht ja auch ein bisschen offensiver auf B jetzt. Müssen auch die Leute gesehen haben. Er war flashed noch gewesen, das war eben ein Darstellungsbug, den habe ich gesehen. Er war flashed auf jeden Fall. Also, David hätte schon reagiert, auf jeden Fall. Ja, das machen sie jetzt sehr schön. Jetzt haben sie gerade die Flash in die Mitte geschmissen, weil sie sich gedacht haben, gut, die verschieben die darüber. Also vom Timing nicht ja ganz perfekt, aber die wissen schon, sehr gut das Spiel von Faculty auf jeden Fall auch zu analysieren. Wissen aber auch ganz genau, dass die Mitte rauskommen, wir warten da ja schon fast zu zweit. Ich sag mal, auch die Teams, die spielen ja ständig die PCWs untereinander und auch mit dem Laufe der Zeit jetzt, die Teams kennen sich auch. Das hat man auch gesehen, die Italiener, die haben wie verrückt sich die EPS-Demos gezogen von den zwei Teams, weil die spielen ein ganz anderes Spiel. Die spielen zum Beispiel so gut wie gar nicht mit einer AWP, die Italiener. Oh, einfach okay. wegen dem Ping, die haben sehr schlechte Verbindung. Vielleicht wegen des Aimings auch. Weiß er nicht, genau. Ja, ich sag mal, die trainieren zweimal die Woche in der EPS, die Teams dort. Wurde eben noch sehr schön geholt. Die sehen das alles ein bisschen lockerer da drüben. Ah, oh, okay. Aber zweimal sagen, die Woche, hups. Ja, aber die sind sehr, sehr mit Herzen dabei, das muss man ganz klar sagen. Benno legt jetzt die Bombe für. Kurz, sag ich mal, nicht für lang. Ist eine Two-on-One-Situation, wenn ich mich nicht irre. Nein, One-on-One sogar. Wo ist der letzte? Er kommt jetzt über lang. Guckt falsch. Er wartet noch, bis es geräuschelt vom Diffusen. Aber wenn er dann durchdiffuset, ist natürlich auch schlecht. Könnte ein bisschen knapp werden von der Stelle aus. Wenn er dann nicht durch die Mauer kommt. Ja, der andere pratzt doch ständig und hat sich auch schon verraten, dass er da ist. Na gut, so, ich weiß nicht, ob eine. Die Bombe nicht so, tickt die nicht schon so? Ja, aber ich weiß nicht, ob eine Smoke so Public-Style da sowas bringt da an der Bombe. GG. So sieht's. Und damit ist das Roar dann auch schon am Start. So sieht's aus. Ah, die Italiener, die haben sehr viel Herzblut im Spiel. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die gehen sowas von ab. Die, also ich hab
zwei gesehen, die wirklich Rotz und Wasser geheult haben, weil sie verloren haben. Und die da auch wirklich vom Gegner dann wirklich getröstet werden, da lacht dann keiner einen aus. Die haben einen riesen Respekt voneinander, riesen Fairness dort auf jeden Fall, beeindruckend gewesen. Und vor allen Dingen, anders zu uns bei den Lanz, muss man sagen, das hat der Head in der Abschlussrede auch gesagt, es geht weniger ums Saufen. Ja. Da geht es wirklich nur ums Spiel an sich. Sind sie eben sehr stark auf A drauf gegangen. Könnte die entscheidende Runde sein, da wird auch schon die gesagt. Natürlich. Und das wäre dann tatsächlich der Pflichtsieg, muss man auch schon mal sagen, für Infaculty. War es auch eigentlich. Ja, da passt das war's. So Big Benno setzt den Schlusspunkt für den Erfolg für 16-11 gegen das Team von GMPO and Faculty in diesem Falle. War eine schöne Sendung, muss man sagen. Also war eine schöne Sendung und waren auch zwei gute Teams. Ja, wobei ich sagen muss, Evo hat mich schon enttäuscht. Muss man ganz klar sagen. Ja. Nach dem, was sie auf der LAN gezeigt haben, gut, ich meine, wir haben ja versucht, Gründe zu finden. Das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen ausgebrannt. Ich werde es mal ein bisschen aushorchen nachher. Und ja, mal dann das ist auf jeden Fall dein Job auch. Ne? Dann Freitag sehen wir uns ja schon wieder. Mit der Friday Night Game, mit welchem Spiel? Ich beweise es immer. Attacks gegen Faculty. Ist das Topspiel eigentlich auch, oder? Das Topspiel überhaupt. Und ich sag mal, gerade die beiden Teams haben ja eine große, große Rivalität untereinander. Und das wird schon richtig heftig werden, denke ich mal. Also der Mädchen hat auf der LAN angekündigt, dass sie Faculty richtig zerstören wollen. Und zwar so richtig. Ja gut, da gibt es ja immer wieder große Sprüche, aber daraus entwickelt sich ja auch so eine gewisse, wie soll man sagen, Fangemeinschaft. Dadurch entwickeln sich natürlich auch Rivalitäten und dadurch wird das Spiel natürlich auch interessant. Das auch. Also ich sag mal, das wird schon ein sehr heftiges Match werden. Ich denke mal, die werden sich überhaupt nichts schenken und das wird auch richtig übel abgehen. Also die haben sich da einiges überlegt, die wollen mal ein bisschen anders an die Sache rangehen, mal schauen. Oh, ich bin da gespannt. Vielleicht nehmen sie sich da ein bisschen mehr an das Counter-Strike 1.6-Team von Alternate Attacks. Ist natürlich... Das Top-Team in 1.6? Ja, die sind jetzt seit zwei Jahren so zusammen in der Konstellation und da brauchst du nicht mehr sehr viel großartig überlegen, was machst du, was macht der andere. Das ist ein Riesenvorteil, den die haben. Mir hat's gefallen, muss ich sagen. Er hat auch sogar Spaß gemacht ein bisschen. Ein bisschen war echt cool. Vielleicht überlege ich mir sogar nächste Woche nochmal Source zu machen. Jetzt wird die Source-Community sagen, oh nein, bitte nicht. Aber nee, tatsächlich hat ein bisschen Spaß gemacht. Was soll man anderes dazu sagen? Also die Top-Teams konnten sich jeweils durchsetzen, die hohen Favoriten. Das heißt also, so langsam kristallisiert sich jetzt nach der Hälfte der Spielzeit tatsächlich ein Favorit raus oder die Favoriten für die Finals. Ja, so richtig viel neuen, frischen Wind gab es jetzt gar nicht so. Also man hat ja erwartet, dass sich das obere Drittel ein bisschen verändern wird, ein bisschen durchmischen wird, aber es sieht doch relativ wieder alles beim Alten aus. Das heißt also, deine vier Finals-Kandidaten, eGamesPoint, Attacks, Faculty und last but not least MTW? Boah, vielleicht abwarten. Ich denke mal, vielleicht haben wir noch die ein oder andere überraschen, wo einer mal stolpern wird. Entscheidend stolpern wird, dann nicht in die Finals einziehen wird. Das hatten wir letztes Jahr ja auch. Ja, das gibt es immer mal wieder. Da wundert sich der eine oder andere oder das eine oder andere Team wundert sich da. Das ist am Ende des Tages doch nicht klappt. Ich bedanke mich erstmal herzlich bei dir. Nächste Woche sehen wir dich wieder. Ich weiß es noch nicht genau. Muss man mal schauen. Kommt auf meine Stimme an, wie die sich anhört. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Feiertag. Und spätestens Freitag könnt ihr wieder Counter-Strike Source live erleben. Entweder seid ihr direkt in Köln dabei, wenn wir im Tanzbrunnen aktiv sind, zum Intel Friday Night Game in Köln. Da treffen unter anderem Alternate Attacks gegen Faculty in Counter-Strike Source aufeinander. Oder ihr guckt es natürlich live hier auf dem Giga 2 Stream. Das sind eure Möglichkeiten für Counter-Strike Source. Und natürlich Informationen immer wieder auf eFieber.de. Wenn ich mich da nicht irre, oder? Ja, eFieber.de. Da gibt es immer viele Informationen rund um Counter-Strike Source. Was geht weiter? Natürlich weiter geht's mit Shootern und zwar mit Ulrich Schulze, ETQW. Und da spielt eGamesPoint gegen Speedlink in einem Showmatch, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Das wird super spannend, hat mir zumindest Uli Schulze gesagt. Das heißt also, ruhig mal weiter gucken, ETQW. Vielleicht der neue Taktik-Shooter für die Zukunft. Euch noch einen schönen Abend, morgen schönen Feiertag. Da sind wir nämlich auch mal nicht da. Bis dann. Ciao, ciao.